Zwei Männer locken einen älteren Mann in eine Falle und töten ihn mit so einer Stange. Die Angeklagten sollen gemeinsam im Februar den 74-jährigen Ex-Schulleiter Arno K. aus Dülmen, diesem Griff eines Wagenhebers, erschlagen haben. Nach unseren Feststellungen war das eine heimtückische und tödliche Falle. Denkt nur immer, es ist woanders, aber passiert leider 10 Meter weiter. Einem Feldweg nahe der Autobahn in Greven. Hier hatte ein Autofahrer gestern die grausige Entdeckung gemacht. Wäre ich zu dieser Tat noch dazugekommen, weiß nicht, ob ich das dann auch überlebt hätte. Verletzungen in diesem Ausmaß sind auch für uns sehr selten. Dülmen-Hiddingsel im Kreis Coesfeld. Hier wohnen etwa 1700 Menschen. Hiddingsel ist wohl ein typisch westfälisches Dorf im Münsterland. Es ist ein Dienstag im November 2011. Hier in dieser Garage wird das Opfer in einen Hinterhalt gelockt und brutal ermordet. Wer ist das Opfer? Arno K. ist ein ehemaliger Schulleiter an einer Privatschule in der Nähe. Er besitzt zwei Häuser, die direkt nebeneinander liegen. In einem wohnt er selbst, das andere hat er vermietet. Er ist 74 Jahre alt, nicht verheiratet und hat keine Kinder. Deshalb bemerkt erstmal niemand den Mord. Bis zum nächsten Tag. Die Haushaltshilfe hatte Arno K. am vergangenen Mittwoch vermisst gemeldet. Am Freitagabend wurde dann in Greven eine Leiche gefunden. Schon war klar, der Tote muss Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein. Doch seine Identität war zunächst unbekannt. Es war anfangs nur eine Vermutung, dass es die Leiche des ehemaligen Schulleiters Arno K. aus Dülmen sein könnte. Man muss sich das mal klar machen. Als die Leiche in der Nähe von einem Rastplatz gefunden wird, da kann sie nicht identifiziert werden. Das Gesicht ist so schlimm zugerichtet, dass man den Mann einfach nicht mehr erkennen kann. Wer tut sowas? Wer bringt einen älteren Mann so brutal um? Und welches Motiv kann es dafür geben? Zunächst ist das auch für die Polizei völlig unklar. Um erstmal mehr über das Opfer Arno K. zu erfahren, höre ich mich im Dorf um. Ich treffe den Ortsvorsteher von Hiddingsel und einen Nachbarn des Getöteten. Zusammen gehen wir noch mal zum Tatort, zur Garage, in der Mord passiert ist. Was würden Sie sagen, was war Arno K. für ein Mensch? Wir haben zu ihm immer der Professor gesagt, ja, weil er eben praktisch in seiner eigenen Welt gelebt hat. Einmal im Monat oder zweimal, da kamen hier Professoren, Doktoren mit ihren Fahrzeugen her. Dann sind die in der hinter uns liegenden Bibliothek gegangen und dann haben die da philosophiert. Der hatte da eine Bibliothek, ja, da würde sich so manche Stadt drüber freuen. Ja. Er war auch ein wohlhabender Mensch gewesen. Er hatte ein sehr schönes Auto. Er hatte zwei Häuser. Er hatte eine Uhrensammlung. Das hat mir ein Nachbar erzählt, die sehr wertvoll gewesen sind. Er war ein, man kann sagen, reicher Mensch. Wie hat Arno K. sich eigentlich im Dorf so eingebracht? Er war sehr bekannt im Ort, das muss man sagen. Er war unter anderem politisch aktiv. Er hat unter anderem auch einen Kulturkreis geleitet, hat Lesungen veranstaltet. Also war ein Mensch, der wirklich in der Ortsgemeinschaft wirklich integriert war, involviert war, immer ein hohes Interesse auch am Ort hatte, an der Weiterentwicklung des Ortes, keine Frage. Wie ist Ihnen eigentlich aufgefallen, Herr Mollenhauer, dass irgendwas los ist hier bei den Nachbarn, dass irgendwas nicht stimmt? Da saß ich mit meiner Frau in der Küche am Frühstückstisch und dann sahen wir auf einmal hier Polizeiautos und die Leute, die man bloß aus dem Film und Fernsehen kennt, die mit den weißen Schutzanzügen. Heute Vormittag wurde die aufgefundene Leiche obduziert und tatsächlich, es handelt sich um den vermisst gemeldeten früheren Schulleiter. Er starb an Kopfverletzungen, die ihm wahrscheinlich durch den Schlag mit einem schweren Gegenstand zugefügt wurden. Am Nachmittag teilen Staatsanwaltschaft und Polizei dann mit, dass auch schon zwei mögliche Täter festgenommen wurden. Ja, in der Tat ist es so, dass die Polizei im Laufe des heutigen Tages zwei Tatverdächtige ermittelt hat. Es ergibt sich hier wohl ein Anfangsverdacht. Die Ermittlungen in dieser Hinsicht laufen zurzeit auf Hochtouren. Ich kann Ihnen leider noch keine konkreten Erkenntnisse über die Täter oder das mögliche Motiv nennen. Schauen wir uns das nochmal genauer an. In diesem Haus wohnt das Opfer. Im Nachbarhaus seine polnischstämmigen Mieter, Matthias O. mit Frau und drei Kindern. Zwischen den Häusern gibt's eine Garage. Die hat die Familie auch gemietet. Und an die drangebaut ist ein kleiner Anbau, in dem das Opfer eine Bibliothek eingerichtet hat.
Hierhin kommt er fast jeden Tag, zur selben Uhrzeit, um zu lesen oder Musik zu hören. Die Leute, die hier unten im Haus gewohnt haben, das waren Familienvater gewesen, die verheiratet mit drei Kindern. Meine Frau und ich, wir saßen ja dann immer beim Frühstück und haben die immer beobachtet, wie die hier auf dem Spielplatz mit den Kindern gespielt haben. Also er war ein sehr lieber Vater gewesen. Er hat sich sehr um seine Kinder gekümmert. Und da haben wir immer gesagt, guck dir den mal an, wie der mit seinen Kindern umgeht. Das sieht man doch mal wirklich gerne, ja. Hätten Sie diesem liebevollen Familienvater zugetraut, dass er seinen Nachbarn umbringt? Nein, das hätte ich ihm nicht so getraut. Wie sehen Sie das? Hätten Sie ihm das zugetraut, dass er seinen Nachbarn tötet? Nein. Der Mord, der passiert am Dienstag. Die Leiche wird am Freitag gefunden. Und schon am Samstag steht die Polizei hier vor der Tür und nimmt zwei Männer fest. Einmal den Familienvater und Mieter und dann noch einen Bekannten aus Polen, der seit ein paar Wochen mit ihm zusammenarbeitet und auch hier im Haus wohnt. Immer wieder gibt es Situationen, in denen der Vermieter seine Mieter, ja, man kann schon sagen, nervt. Da geht es zum Beispiel um die spielenden Kinder der Familie auf seinem Rasen oder um die verlotterte Terrasse der Familie oder auch mal um einen Hund. Eigentlich Kleinigkeiten, könnte man sagen. Der Geschädigte brachte seine Anliegen stets höflich und sachlich vor. Die Eheleute O waren sehr um ein gutes Verhältnis bemüht und kamen den Ansinnen des Geschädigten in aller Regel anstandslos nach. Deshalb war der Geschädigte insgesamt mit der Familie O als Mieter zufrieden und äußerte sich positiv über sie. Er schätzte den Angeklagten als fleißig arbeitenden Mann. Die Eheleute O hingegen nannten den Geschädigten, wenn sie unter sich waren, Hitler-Reck, was so viel wie kleiner Hitler bedeutete. Das ist natürlich kein Grund für einen Mord. Also, welches Motiv kann es da geben? Es gab Streit ums Haus. Matthias O. wollte es eigentlich gern kaufen, sein Vermieter Arno K. wollte aber nicht. Nach langem Hin und Her hat man sich dann wohl geeinigt, dass Matthias O. es kaufen kann, wenn sein Vermieter nicht mehr ist. Jedenfalls erklärte der Geschädigte gegenüber der Zeugin B., der Haushälterin, im Anschluss an den zweiten Notartermin, dass nun alles geregelt sei. Was nach seinem Tod mit dem Haus passiere, sei ihm egal. Zu Lebzeiten verkaufe er jedenfalls nicht. Ob es zu dem Hauskauf tatsächlich überhaupt gekommen wäre, ist gar nicht klar. Denn Matthias O. hatte zwar eine Baufirma, aber das Geld reichte eigentlich so gut wie nie aus. Er hatte zum Beispiel für die Miete gar keinen Dauerauftrag eingerichtet. Und deshalb kam die auch manchmal zu spät. Und noch ein Beispiel. Am Tattag, da war sein Geschäftskonto zusammen mit dem privaten seiner Frau mit insgesamt 3.400 Euro im Minus. Die Polizei jedenfalls verhört die beiden festgenommenen Männer. Matthias O. schweigt. Sein Bekannter Damian K. gibt die Tat aber relativ schnell zu. Er behauptet aber, dass nicht er, sondern Matthias O. der Mörder gewesen sei. Er habe nur bei der Beseitigung der Spuren geholfen. Haben Sie eigentlich den Mann mal gesehen, der hier mitgewohnt hat, also den Mitarbeiter? Hab den zwar gesehen, ja, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, mit dem brauche ich nicht so richtig zu reden. Ja. Er war in meinen Augen kein sympathischer Mensch gewesen. Ja. Wie sah der aus? Das war ein unscheinbarer Mann mit Glatze gewesen. Ja. Das mit der Glatze, das klingt zwar banal, aber das wird später im Verfahren vor Gericht noch eine Rolle spielen. Wie aber ist die Tat abgelaufen? Und wer hat wirklich zugeschlagen? Um das zu klären, fahre ich nach Münster. Hier treffe ich am Landgericht Michael Skavran. Der war damals der vorsitzende Richter. Mittlerweile ist er im Ruhestand. Herr Skavran, warum ist Ihnen eigentlich dieser Prozess gerade doch so in Erinnerung geblieben? Der ist mir besser als andere in Erinnerung geblieben, weil es mal hier um einen richtigen Raubmord ging und wir im Schwurgericht in der Mehrzahl Beziehungsdaten hatten, also verschmähte Liebe, Eifersucht, solche Dinge. Und die eigentlichen Raubmorde sind zum Glück relativ selten. Wie haben die beiden Männer, die hier angeklagt waren, eigentlich während des Prozesses auf Sie gewirkt? Relativ cool, kann man sagen, als sie teilweise geleuchtet haben,
Das ist ja das gute Recht des Beschuldigten. Und man kann sich ja auch, wenn ein solches Delikt einem vorgeworfen wird, durch ein Geständnis nicht viel Boni verdienen, weil auf Mord steht lebenslänglich. Und da spielt jetzt keine Rolle, ob ich jetzt gestehe oder überführt werde, also mit anderen Beweismitteln überführt werde. Während des Prozesses konnte man den Ablauf der Tat zum einen durch das Geständnis von Damian K. vom Tag der Festnahme und auch durch die Ermittlungen von Polizei und Gutachtern wie folgt rekonstruieren. Es ist dieser eine Tag, der Dienstag im November 2011. Die späteren Täter reparieren gerade in der Garage ihren Lieferwagen. Die hatten nämlich mit dem vorher einen Unfall und ohne Lieferwagen läuft nichts im Geschäft. Der Vermieter Anno K. kommt wohl dann auf dem Weg zum Einkaufen vorbei und spricht Matthias O. auf einen Holzstapel neben der Garage an. Der müsse weg. Matthias O. verspricht sich, schnell drum zu kümmern. Offenbar genervt übersetzt er dann das Gespräch später für seinen Mitarbeiter, der ja kein Deutsch spricht. Er sagt ihm auf Polnisch: Er gehe ihm auf den Wecker. Er habe genug von ihm. Der Angeklagte O. mutmaßte, dass keiner ihn suchen würde, weil er allein wohne und sein Handy nie mit sich führen würde. Der Angeklagte K. verstand das so, dass der Angeklagte O. die Tötung des Geschädigten wolle. Er fragte ihn: Weißt du eigentlich, was du da sagst? Der Angeklagte O. zuckte daraufhin nur mit den Schultern. Es vergehen ein paar Stunden. Damian K. arbeitet weiter an dem Lieferwagen. Der steht aufgebockt auf einem roten Wagenheber hinter mir in der Garage. Um 17 Uhr kommt dann das Opfer Arno K. aus seinem Haus, läuft in die Bibliothek hier am Nachbarhaus und hört dort klassische Musik. Matthias O. und Damian K. sind da schon auf Probefahrt mit ihrem Lieferwagen. Als sie zurückkommen, dämmert es schon. Arno K. sitzt in seiner Bibliothek. Plötzlich fällt der Strom aus. Er steht auf, läuft ein paar Schritte und dann schnappt die Falle zu. Wenige Minuten später ist er tot. Da ist ihm das Licht ausgemacht worden, in der Absicht, dass er dann in die Garage ging, wo der Stromkasten war, weil er ja das Haus kannte und, so vermuteten die Täter, er versuchen würde, die Sicherung wieder einzuschalten. Er ist dann aus dem Hinterhalt in der Garage angegriffen und totgeschlagen worden, mit 9 Schlägen in kurzer Zeit. Hatte das Opfer irgendeine Chance? Das Opfer hatte keine Chance, einmal aufgrund des Alters, dann das Überraschungsmoment möglicherweise waren 2 Angreifer, das konnten wir aber nicht sicher feststellen, aber es war jedenfalls ein Angreifer, der aus der Dunkelheit heraus angriff und das Überraschungsmoment ausnutzte. Er ist ja fürchterlich zugerichtet worden, das würde eventuell auch das Mordmerkmal der Grausamkeit erfüllen, aber unser Problem ist immer, das Opfer muss ja dann diese Schmerzen noch verspüren. Und die Rechtsmediziner, die uns beraten, die können meistens nicht ausschließen, dass das Opfer schon nach dem ersten Schlag bewusstlos gewesen ist und dann die weiteren Schläge nicht mehr gespürt haben, sodass es für uns schwer ist, diese Grausamkeit festzustellen. Nach dem Mord packen die beiden Männer die stark blutende Leiche in Filzfolie und ziehen sie dann in den Lieferwagen. Matthias O. geht dann zurück ins Haus und schaut mit seinen Kindern das Sandmännchen. Das endet so gegen 19 Uhr. Und dann geht er oder gehen beide rüber ins Haus des Opfers, stehlen 2 Laptops und eine Geldbörse mit 80 Euro. Danach kommen sie zurück, duschen und ziehen sich um. Gegen 20 Uhr fahren sie mit dem Lieferwagen und der Leiche los. Es geht auf der A1 Richtung Bremen bis zu einem Parkplatz bei Gimpte. Vom Parkplatz führt ein Rettungsweg weg von der Autobahn und den nehmen sie auch. Und dann kommen sie schnell an eine Stelle, an der 2 Eichen stehen und auch ein paar Sträucher. Und hier legen sie dann die Leiche ab. Dann geht's zurück und zu Hause entsorgen sie dann die blutverschmierte Kleidung und auch die Decken, in die sie die Leiche eingewickelt hatten. Bis auf ein schwarzes Sweatshirt, das scheinen sie zu vergessen. Das ist nur einer von vielen kleinen Fehlern, die sie machen, wie sich später herausstellen wird. Nur wenige Stunden nach dem Mord fahren sie das Auto des Opfers aus dessen Garage und machen sich damit auf den Weg nach Polen.
Und dann bin ich es abends wie immer mit meinem Hund die Runde gegangen. Und da habe ich hier vorne bloß gesehen, weil es hat an dem Abend so Schneegrieße gegeben. Und es war glatt gewesen. Und da sah ich aus der Garage von Herrn K., sah ich Autospuren rausführen. Und da habe ich dann bloß noch gedacht, Mann, wo ist denn der Herr K. jetzt um diese Zeit bei diesem Wetter noch hingefahren? Das hat mich ein bisschen gewundert. Ja, aber wie das so ist, ich bin dann weitergegangen, bin nach Hause gegangen. Als ich dann erfahren habe, dass der Herr K. zu diesem Zeitpunkt hier eventuell erschlagen worden ist, habe ich gedacht, wenn ich vorher gegangen wäre, wäre ich zu dieser Tat noch dazugekommen. Und ich weiß nicht, ob ich das dann auch überlebt hätte. Ja. Die Männer sind da schon unterwegs nach Polen. Damian K. schreibt eine SMS an einen Bekannten. Grüß dich, hier Glatzkopf. Sorry, dass ich nicht angerufen habe, aber ich bin in Deutschland, weil ich hier eine Arbeit auf dem Bau gefunden habe. Soeben komme zurück mit einem guten Brötchen. Gutes Brötchen meint gute Gelegenheit. Über das gestohlene Auto des Opfers schreibt er, Lex ist 250, ist Luxus, das muss verkauft werden. Noch makabrer ist, dass der Familienvater, der andere Täter, Matthias O., den Namenseintrag von Damian K. in seinem iPhone ändert. Er löscht den Nachnamen und schreibt auf Polnisch Killer. Killer. Was haben die Männer eigentlich mit den gestohlenen Sachen gemacht? Nach unseren Feststellungen sind sie mit dem gestohlenen Auto nach Polen gefahren und haben es dort verkauft. Das Auto ist im März, das Ganze war ja Anfang des Jahres noch früher, gefunden worden mit einem polnischen Kennzeichen und ohne Aufbruchsspuren. Also das spricht alles dafür, dass es verkauft worden ist. Und die beiden Laptops sind nicht wieder aufgetaucht. Nach unserer Überzeugung sind die auch verkauft worden. Woher weiß man eigentlich so viel über diesen Tatablauf? Wir wissen viel aus dem Geständnis, was der eine Beschuldigte abgelegt hat und was umfassend war und sich mit den objektiven Tatspuren in Übereinstimmung bringen ließ. Und das haben wir geglaubt, bis auf den Umstand, dass er das Opfer nicht totgeschlagen haben wollte. Das schob er seinem Kollegen in die Schuhe. Und der schob es wieder ihm in die Schuhe. Ich glaube, man kann schon sagen, dass man während der Tat und auch nachher bei der Beseitigung der Leiche ja ziemlich viele Fehler gemacht hat. Man musste ja die Leiche schnell beseitigen, weil auf dem Grundstück ja auch noch die Ehefrau des einen Täters wohnte mit drei kleinen Kindern. Es lassen sich natürlich, weil das im Waldboden waren, dort keine Reifenspuren vermeiden. Und es sind Blätter gefunden worden mit Blutantragung, Faserspuren. Und es ist fast wie bei der Spionage. Es sind dann viele Detailinformationen, die sich dann zu einem kompletten Bild zusammensetzen lassen. Eine Frage bleibt aber noch. Wer von beiden hat den Mord begangen? Unter anderem das hat man damals hier in der Rechtsmedizin der Uniklinik Münster untersucht. Der Rechtsmediziner Maximilian Hagen hat sich den Fall von damals für uns nochmal angeschaut. Bevor wir darüber reden, wie herausgefunden wurde, wer tatsächlich zugeschlagen hat, wie bewerten Sie das? Wie brutal war diese Tat? Also es konnte festgestellt werden, dass der Täter mindestens 9-mal mit der Stange vom Wagenheber zugeschlagen hat. Das führte zu massiven Brüchen des Knochens im Gesicht. Das führte zu Einblutung im Rachen, also daran erstickt man. Gleichzeitig, das konnte die Obduktion feststellen, war neben der Bluteinatmung auch das schwere Schädelhirntrauma für sich genommen schon todesursächlich. Verletzungen in diesem Ausmaß sind auch für uns sehr selten. Dr. Hagen zeigt mir als nächstes mit Schweineblut, wie die Gutachter bei der Untersuchung von Blutspuren vorgehen. Wenn Blut einfach nur heruntertropft, ist das Bild ein ganz anderes, als wenn es durch die Gegend fliegt. Wie zum Beispiel in unserem Fall, wo das Blut des Opfers auf das Sweatshirt des Täters gespritzt ist. Wenn man sogenannte Ausrufezeichen findet, kann man an diesen sehr schön rückschließen, wo der Täter gestanden haben muss und auch, dass er eine Bewegung durchgeführt haben muss. Denn man kann oder man konnte wissenschaftlich nachweisen, der kleine Tropfen springt vom Täter weg. Wenn ich sowas sehe, kann ich rückschließen, dass der Täter an genau der Stelle gestanden haben muss, wo ich jetzt stehe. Und anhand solcher Überlegungen kann man auch rückschließen, dass
ein Sweatshirt, an welchem Blutspuren gefunden wurden, entweder in der Ecke liegt oder von dem Täter getragen worden sein muss. Dieses Sweatshirt, das hat die Polizei ja im Zimmer von Damian K. gefunden. Und es war auch seine Größe. Aber wahrscheinlich haben die Täter die Blutspritzer darauf gar nicht gesehen, weil es so dunkel war von der Farbe. Wie kann man eigentlich nachweisen, ob Blutspritzer auf so einem Kleidungsstück sind, wenn man sie nicht sieht? Kann ich Ihnen zeigen. Ich habe hier ein Kleidungsstück vorbereitet mit Blutspritzern. Man benutzt eine Luminol-Lösung und sprüht die auf das Kleidungsstück. Das Blut reagiert mit dem Luminol und fängt von alleine an zu leuchten. Und diese Reaktion kann ich hieran gerne einmal zeigen. Mhm. Aufgrund der überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen steht zur Überzeugung der Kammer weiter fest, dass das Sweatshirt auch von demjenigen getragen wurde, der die Schläge ausgeführt hat. Der Sachverständige hat überzeugend ausgeführt, dass die vorliegende Anordnung der Blutspritzer im Rahmen einer Halbkugel und die Tatsache, dass die Blutspritzer an beiden Ärmeln sowohl auf der Rück- als auch auf der Vorderseite vorhanden seien, auf eine Bewegung der Extremitäten hinweise. Damit ist für das Gericht klar, Damian K. ist der Täter, der zugeschlagen hat. Wie abgebrüht und kaltblütig die beiden Männer sind, zeigt nicht nur die Tat selbst. Nachdem sie aus Polen zurück sind, versuchen sie, die Blutspritzer an der Garagendecke mit einer Flex abzuschleifen. Die Blutlache auf dem Boden hatten sie schon mit Bindemittel abgestreut und fahren jetzt noch den Kastenwagen darüber. Und danach feiern sie im Keller eine Party. Sie wissen da noch nicht, dass die Leiche schon am Tag vorher gefunden wurde, am nächsten Tag in der Rechtsmedizin Münster ankommt und dass die Ermittler ihnen schon auf der Spur sind. Das verstehe ich einfach nicht. Das ist, sowas ist für mich unbegreiflich, dass man so vorgehen kann. Man denkt nur immer, es ist woanders, aber passiert leider 10 Meter weiter. Im Oktober 2011 beginnt der Prozess gegen beide Angeklagten. Es dauert fast ein halbes Jahr bis zum Urteil. Es steht zur Überzeugung der Kammer in der Gesamtschau fest, dass beide Angeklagten gemeinschaftlich die gewaltsame Tötung des Geschädigten und die Wegnahme dessen PKW sowie sonstiger Vermögensgegenstände zur Aufbesserung ihrer finanziellen Situation geplant und anschließend nach diesem Tatplan gehandelt haben. Nach unseren Feststellungen war das eine heimtückische und letzten Endes tödliche Falle, in die dieser ältere Mann gelockt worden ist. Das Urteil ist eindeutig. Die Angeklagten werden jeweils wegen Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Was ich an diesem Fall so krass finde, ist nicht nur, dass er so brutal ist. Da schlägt jemand mit einer Stange einem älteren Mann so heftig und so oft ins Gesicht, bis der stirbt. Und dann fahren die beiden Täter noch nach Polen und verticken da die Sachen, die sie hier gestohlen haben. Dann kommen sie wieder und feiern noch eine Party. Und das alles, obwohl einer von ihnen zumindest ja ein liebevoller Familienvater gewesen sein soll. So haben es ja die Nachbarn erzählt. Ich finde, es ist ein ziemlich krasser Fall. Und ein weiterer Fall, in dem es auch um einen perfiden Hinterhalt geht, den könnt ihr hier angucken. Und noch mehr Kriminalfälle aus ganz NRW auf unserem Kanal. Klickt doch mal rein und lasst auch gerne ein Abo da.